Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von Punjes Laser Flows, produziert von Dr. Cross, JCC 2020, 16. Gruppe G. Ja, der zweite Kandidat aus der Gruppe, den wir uns jetzt anschauen. Wir hatten uns vorhin Lasko schon angeschaut und jetzt schauen wir uns als zweites Punjes an. Ich laber gar nicht mehr so lange. Falls ihr neu seid und es euch hier gefällt, lasst doch gerne Support da. Wir schauen die Runde an. Let's go! Yeah. Kamera ein bisschen weit unten gewesen. Macht's Ihnen Spaß, wie Sie Ihr Geld verdienen? Die Sauereien, die Sie mit ansehen? Ah. Warte, Creative Bakery hat das Video gemacht. Herr Kuchen. Ha! Sauereien, die Sie mit ansehen? Ah. Das gefällt mir nicht. Aber so ist das Leben, oder? Lasertech Ingolstadt. Stabil. Yeah. Lächerliche Rapper-Bitches tun immer noch so, als ob sie richtige Gangster sind. Doch wenn's dann hart auf hart kommt, dann tragen sie die Konsequenzen nicht. Sagt belästigen Rapper-Fans Referenzen nicht und essentiell textliche Hänge, die jeder Faggot kickt. Geil. Geiler Einstieg. Mir gefällt Punjes Flow sowieso richtig mega gut so. Seine Stimme ballert auch mega nice. Also vom Einstieg her sehr nice. Ist, ich finde sowieso, das ist irgendwie einfach ein geiler Rapper. Ich mag seinen Rap total, auch die runden Fuhr aus dem VBT und sowas. Mega geil gewesen. Er sieht irgendwie ein bisschen komisch in diesem Anzug aus, kann das sein? Ich finde irgendwie, er sieht total komisch aus in diesem Anzug. Kommt, dann tragen sie die Konsequenzen nicht. Sagt belästigen Rapper-Fans Referenzen nicht und essentiell textliche Hänge, die jeder Faggot kickt. Seelenlos und ihr transportiert doch die Message nicht. Ich sehne mich nach Slatterfilm-Texten, wo es auf die Fresse gibt. Und wahrscheinlich besiege ich das System. Ich hab's verstanden, ich hab jeden Tarantino-Film gesehen. Keiner weiß, wie ich mich fühle und scheiße, das ist auch besser. So eine smooth Mischung aus Depressionen und dem Tourette-Syndrom. Boah. Digga, der rasiert hier richtig rein. Mir gefällt das einfach vom Style her mega gut. Der ballert richtig schön mit Druck einfach diese in den Beat rein. Das ist auch besser, so eine smooth Mischung aus Depressionen und dem Tourette-Syndrom. Rap ist Werkzeug und dem Tourette-Syndrom. Alter, wie er das betont, mega gut, ey. So eine smooth Mischung aus Depressionen und dem Tourette-Syndrom. Rap ist Werkzeug, das gesellschaftliche Grenzen bricht. Doch welche Grenzen ich in euch sprenge, verstehe ich selber nicht. Ich raube Rappern per Kabel ihren Atem und begrüße Frauen lediglich per Missionarstellung. Nice Zeit auf jeden Fall. Also sorry, falls ich da jetzt gerade irgendwie voll Panne bin, aber ich finde, er sieht mega lustig in diesem Anzug aus irgendwie. Ich weiß nicht warum. Irgendwie wirkt der Kopf so richtig falsch. Ich weiß auch nicht. Missionarstellung, trotz aus die Gelber Green, alle Rapper vergöttern ihn. Nach dem Turnier brauche ich erstmal einen schönen Köftespieß. Ich bin weg. Jawohl, Junge. Schönen Köftespieß. Ey, die Jacke habe ich auch. Die habe ich auch. Ha, die hängt da hinten irgendwo. Ehrenmann. Die Münder von Mythologen triefen. Ich bin noch von der Corona-Krise nicht vorzukriegen. Ein Sternenhagel und Huren blicken durchs Teleskop. Sie sehen es nur für futuristische Laserflows. Ich bin nicht tot, ist mir egal, was diese Bitches munkeln. Ich hab nur ewig meinen Respawn-Button nicht gefunden. Mein Leben besteht aus Huren, Ficken und Hater-Posts. Doch ich hab nur für futuristische Laserflows. Bam, geht ab, der Junge. Geht ab wie Schmitzkatze. Feier ich. Feier ich mega. Ich feier den Style einfach. Der ballert hier richtig gut rein. Klassische Laserflows. Also haltet die Fresse, bevor ihr Scheiße quatscht. Ich hab euch gezeigt, was man mit 13 Jahren alles reißen kann. Die Straße ist auch ohne Corona ein Haufen Scheiße. Ich represent the Kids, die sowieso zu Hause bleiben. Ich represent the Kids, die sowieso zu Hause bleiben. Nice. Boah, mir gefällt einfach die Art, wie er rappt, mega krass. Das ist so heftig. Nein, Haufen Scheiße. Ich represent the Kids, die sowieso zu Hause bleiben. Kids, die sich aus Langeweile durch YouTube klicken und sich mit Satans Lächeln die Finger blutig tippen. Kids, die sich auch lieber allein daheim besaufen. Ich meine, jeder Kontrollverlust ist doch scheiße draußen. Kids, die mit dem Nahverkehr statt einem Auto fahren und nur wenn sie gerade mal Single sind, ihre Frau nicht schlagen. Pornosüchtige Gamer fühlen sich wohl, wenn sie Kontrolle in einer künstlichen Welt haben, aber... Wie der Float, ne? Die Betonung auch. Mega krass finde ich das, wirklich. Ist für mich sogar ein bisschen underrated, die Runde. Also ich habe jetzt, ist jetzt ein paar Stunden her, dass ich Laskos Runde geguckt hatte.
jetzt sind schon ein paar Stunden vergangen von den Klicks her und vom Voting finde ich das underrated. Generell, das JCC ist ein bisschen underrated, leider. Aber auch die Runde müsste eigentlich viel mehr abgehen, meiner Meinung nach. Also ich finde die Bombe bis jetzt. Nimm mal Singles sind ihre Frau nicht schlagen. Pornosüchtige Gamer fühlen sich wohl, wenn sie Kontrolle in einer künstlichen Welt haben. Aber fuck, das reicht doch nicht. Leiste bis deine Zeit, um es dein Gesicht zu wahren. Ist leider nicht mehr so leicht für dich. Wenn du die Eier nicht zeigen willst, dann zerreißt es dich eines Tages mit 30 geistig, wenn du gescheitert bist. Ich bin Berg, die Münder von Mythologen triefen. Ich bin noch von der Corona-Krise nicht vorzukriegen. Ein Sternenhagel und Huren blicken durchs Teleskop. Sie sehen es hoch für futuristische Laserflows. Ich bin nicht tot, ist mir egal, was diese Bitches munkeln. Ich hab nur ewig meinen Respawn-Button nicht gefunden. Mein Leben besteht aus Huren, Ficken und Hater-Posts. Doch ich hab du für futuristische Laser-Flows. Ballert, die komplette Runde ballert einfach. Die scheppert einfach richtig gut aufs Ohr. Ich bin gar nicht jetzt so krass irgendwie lyrisch da auf die Lyrik eingegangen oder sonst irgendwas, auf Punchlines. Ich finde, die Runde ballert einfach mega. Der Druck macht's aus, den Druck in der Stimme, wie er einfach spittet. Mega geil. Ballert einfach. Hat mir gut gefallen, die Runde. Starke, starke Runde. Falls euch die Runde auch gefallen hat, lasst gerne Support da. Link zum Original, wie immer, ganz oben in der Videobeschreibung. Ich muss gleich niesen, deswegen wünsche ich euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Bis dahin, macht's gut, Leute, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.